Guten Morgen, Freunde, und vor allem guten Morgen, Fritz. Ich habe gestern durch Zufall ein Reaction-Video gesehen, wo du von einer eventuell vielleicht stattfindenden vierten Staffel für Service weit gesprochen hast. Und da ich auch mal Erster sein wollte, drehe ich jetzt die erste Bewerbung. Für den Fall, dass es eine Wildcard gibt, selbstverständlich. Bei der Menge von Bewerbungen für die dritte Staffel gehe ich davon aus, dass du dich nicht an meine Bewerbung erinnern kannst. Aber ich hatte mich auch beworben und ich glaube, ich war mit meinen 64 Jahren, die ich war und bis nächsten Monat immer noch bin, der älteste Bewerber überhaupt. Zumindest von keinen Älteren, was ihr sehen habt. Du hattest auch eine Reaktion auf mein Video gemacht. Ja, und das lief eigentlich recht gut, meine Bewerbung, für meine Verhältnisse, dass ich mir wirklich schon leicht Hoffnung gemacht hatte. Hat aber allerdings, wie wir ja alle wissen, nicht geklappt. Der Titel meiner Bewerbung für Staffel 3 war: Bin ich zu alt für sowas? Diese Frage kann ich mittlerweile beantworten, also ich bin definitiv nicht zu alt. Wie gesagt, nachdem meine Bewerbung gut lief, habe ich schon wieder angefangen, ein bisschen Survival zu üben, was ich vor Jahrzehnten mal gemacht habe so, und hatte wieder so Spaß dran gehabt und Lust auf eine Challenge gekriegt, dass ich, nachdem ich keine Karte bekommen hatte, mich selber nach Schweden verfrachtet habe und eine Woche alleine Survival gemacht habe. Das hat eigentlich besser geklappt wie gedacht. Ich konnte aus rechtlichen Gründen nicht alles genau so machen, wie ich wollte, aber im Großen und Ganzen ja. Ich habe einen Schlafsack mitgenommen und so viel Ausrüstung, wie in diese Tasse passt. Ja, und ich bin mit meiner Leistung recht zufrieden gewesen. Aber da ich, wie gesagt, davon ausgehe, dass du dich nicht an mich erinnern kannst, nochmal eine ganz kurze Vorstellung. Also, ich heiße Jürgen, bin jetzt 64 Jahre noch und seit ziemlich genau ein Jahr Rentner. Vorher war ich Angestellter bei der Polizei und ich habe mein Leben lang eigentlich schon immer irgendwelche Outdoor-Aktivitäten gemacht. Ich habe mal das Drachenfliegen gelernt, das Paragleiten. Ich bin Marathon gelaufen, den letzten vor 2 Jahren, wo ich ja leider krank, da war ich angemeldet, musste ich absagen. Ich mache einen 100-Kilometer-Marsch einmal im Jahr. Ich mache jetzt in 3 Wochen den 55-Kilometer, den kleinen Mammutmarsch wieder mit. Ja, und ansonsten übliche Buschkraft, Wandern und alles sowas. Ach ja, und ich bin über den Atlantik gesegelt, vor 10 Jahren genau. Hatte ich in dem letzten Video auch gesagt. Und da hast du gesagt, warum blende ich da keine Bilder ein? Jetzt kram ich meinem Laptop und ich glaube, ich habe noch ein paar. Die blende ich jetzt genau hier ein. Die dritte Staffel jetzt in Kanada wäre absolut mein Traum gewesen. Da habe ich wirklich seit Jahrzehnten von geträumt, von sowas. Ich hatte als Jugendlicher nämlich mein Buch gelesen. Ja, da ging es eigentlich um fast das Gleiche. Da haben sich welche für mehrere Wochen in Kanada aussetzen lassen und sind dann mit dem, was sie dabei hatten, klargekommen. Ja, da war ich fasziniert von. Ich konnte mir sowas nur, ehrlich gesagt, finanziell nie leisten. Weil ja, ich habe 3 Ehen, habe mein Leben lang immer entweder Unterhalt gezahlt oder Familie mit Kindern gehabt, die ich ernähren musste. Ja, da war das einfach nicht drin. Ja, und jetzt bewerbe ich mich für die 4. Staffel, ohne zu wissen, was hingeht. Das ist auch nicht so schlimm, weil ich liebe prinzipiell Herausforderungen und Abenteuer, egal wo. Wie gesagt, Kanada wäre mein Traum gewesen, aber woanders, ein Abenteuer ist ein Abenteuer. Und noch, wie gesagt, kann ich es mitmachen. Bin realistisch genug, um zu sagen, dass ich in, naja, sagen wir Staffel 10, 11 oder 12 mich nicht mehr bewerben könnte, aber jetzt hätte ich wirklich kein Problem, bin ich der Meinung. Voraussetzt, dass es jetzt wirklich eine 4. Staffel gibt und es auch eine Wildcard wieder gibt, dann werde ich natürlich noch ein richtiges Bewerbungsvideo drehen mit den Parametern, die ihr auch haben wollt. Also, ich weiß, letztes Mal war ja irgendwas machen, was man noch nie gemacht hat oder so. Also, da werdet ihr entsprechend reagieren noch, ist klar. Ich wollte nur vorab schon mal eine kleine Bewerbung machen, damit ihr wisst, ich habe Interesse. Und noch braucht er den Quotenoper. Letztes Mal hatte er keinen gehabt. Warum solltest du jetzt ausrechnet mich nehmen? Ja, da gibt es 2 Gründe. Der erste ist sehr egoistisch. Ich hätte einfach unheimlich Bock, nochmal eine richtig schöne Herausforderung zu machen in meinem Leben. Wer weiß, wie lange ich es noch kann. Noch bin ich, wie gesagt, fit genug für sowas. Und ich möchte einfach noch was erleben. Und der zweite ist, ich möchte vielleicht den ganzen älteren Zuschauern, die ja auch hier dezemberweit viele sind, mal zeigen, dass man mit der Rente nicht fertig ist mit seinem Leben. Es geht weiter. Also ich kenne so viele Leute, die gerade mal 50 sind und nach der Arbeit sich nur noch aufs Sofa sitzen und warten, bis sie einen Herzinfarkt kriegen. Und das muss nicht sein. Also man kann auch noch als Rentner oder mit 70, 80 auch noch aktiv sein. Wird zwar dann vielleicht ein bisschen schwieriger und muss nicht gleich ziemlich weit sein, aber vielleicht als kleinen Anreiz, dass das Leben weitergeht. Gut, jetzt freuen wir uns erstmal alle auf die 3. Staffel und wenn dann wirklich eine Ausschreibung kommen sollte für eine Wildcard, werde ich ein entsprechendes Video noch drehen. Bis dann, tschüssi.